Willkommen zurück bei Twin Support Fever 2. Wir kümmern uns heute noch um die innerstädtische Infrastruktur bei Hongkong und Xi'an. Aber dafür brauchen wir erstmal noch die Oberleitung und die Tramgleise, sonst fährt hier gar nichts. So, das passt doch, oder? Einmal ringsrum. Ich hab hier noch. Kann ich das Tramgebäude direkt hier anschließen? Bin ich froh, wenn wir das erstmal irgendwann mit allen Städten gemacht haben. So ungefähr. So. So, oder? Nee, das A ist doch klein. Okay. Gut. Jo, passt. Dann hätten wir das alles. Dann könnten wir die Züge endlich bauen und auch losschicken. Ja, das gefällt mir echt gut mittlerweile hier. Das ist ein schöner Bogen. Tja, wie machen wir es am besten? Wollen wir schon Elektroloks einsetzen? 160 km/h? Wir machen das jetzt einfach mal. Auch wenn das eine teure Sache wird. 23. 115? Kaufen wir zweimal. Ich schicke erstmal den einen los, weil ich den gleich rumdrehen muss. Es sei denn, er stoppt hier und fährt dann automatisch in die richtige Richtung, aber das sehe ich noch nicht ganz so. Das habe ich mir gedacht, er ist nämlich auch auf dem verkehrten Gleis. Ach nee, 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 ist richtig. Der ist ja Passagiere 5. Der hier muss Passagiere 4. Genau. Okay, sorry. Ja, Entschuldigung, kannst weiterfahren. Neue Fahrzeuge bzw. Flugzeuge und eine neue Bahn. Ja, das dachte ich mir, er kommt jetzt nicht raus, weil... Ah ja, doch, jetzt hat er auf den kurz gewartet, aber der muss gleich einmal in die andere Richtung fahren. Immerhin nimmt er das richtige Gleis, okay. Jo, okay, er dreht automatisch hier rum. Wunderbar. Na dann, kann es ja vorwärts gehen. Hohoho. Und ich hatte gesagt, ich hätte gerne noch zwischen Hongkong und... Jakarta, noch eine Linie. Hätten wir sogar noch das zweite Gleis hier unten frei.
wir warten erstmal, wie das hier so läuft. Ja, die sind schön schnell. Maximal 160 km/h, hat sogar gerade 160 km/h drauf. Da möchte ich den Shinkansen halt noch nicht einsetzen für die kleineren Strecken hier, dann wirklich für die langen Strecken später. Ach, guck mal, da steigen ja ein paar Leute zu. Ah, da ist gerade der andere. Moment. Oh, da warten aber einige. 44, okay. Also das ist hier jetzt gerade der obere. Das ist der andere, dann schauen wir mal. Wieder einige. Ah, nee, es geht. Okay, Straßenfahrzeug 14. Also, das ist der eine LKW, der die Nahrung für Shinkansen hin und her fährt. Bei dem anderen ist ein bisschen mehr los. So, da sind sie gerade wieder aneinander vorbei. Finde ich ganz cool, unser Bahnhof. Gefällt mir ganz gut. Na gut, hoffen wir, dass sich das noch ein bisschen einspielt. Oh, ein neuer Bus. Der sieht ja gut aus. Der Matz 103. Öl 1. Ja, noch machen die ein paar Millionen Minus. Hoffentlich pendelt sich's ein. Aber wir bräuchten dann halt auch nur für Hongkong, was brauchen die? Ah ja, genau, Nahrung. Könnten sie von da hinten her bekommen. Und die Maschinen. Echt flott unterwegs. Ich meine, gut, ich habe auch noch die dreifache Geschwindigkeit an, aber im Vergleich zu den anderen. Oh, doch hier stehen auch, oh, viele stehen hier rum. 61. 5 Millionen Ausgaben pro Jahr. 1,6 Millionen Einnahmen letztes Jahr. Okay, 2 Millionen. Oh, 74 hat er mittlerweile dabei. Cool. Wenn er das noch schafft, das dies Jahr noch irgendwie abzugeben, dann könnte das schon so ein Plus-Minus-Null-Geschäft sein. Ja, da ist der andere wieder. Ja, Passagiere 5 ist deutlich besser als 4. Noch, wird vielleicht noch. Guck mal zu, Baumaterialien ist auch ganz schön im Minus. Da müssen wir auch noch mal gucken, ob wir da ein bisschen was organisieren können. Oder verbessern können. Optimieren, würde ich sagen. Sehr gut, wunderbar. Ja, nur 26. Na fein, Xi'an hat aber auch schon 285.
Oh, die brauchen Waren und Maschinen. Ui, das wird nicht einfach. Kann ich denn hier Waren produzieren lassen? Volvo 5000, neuer Bus. Da oben. Boah. Die brauchen Plaste und Stahl. Ach herrje. Eine kleine Provinz hier oben, Teichung. 80 kleine Einwohner, ach Gottchen. Na gut. Ist das mehr geworden? Das waren doch bloß 50%, oder? Ich glaube, da haben wir ein bisschen dazu bekommen. 395. Immer noch nicht so die Masse. Ach, seht ihr? Was wir immer noch nicht gebaut haben, das ist unser Firmenhauptsitz. Tja. Vielleicht ja hier unten hin. Direkt gegenüber von unserem schönen Bahnhof. Da kannst du nie in Ruhe schlafen, weil da immer ein Zug vorfährt nachts. Bauen wir den mal dahin. Das Teil kennt ihr dann, das wird später mal riesengroß. Weiß nicht, ob das Hauptquartier vielleicht einen Einfluss auf die Stadt hat, in der es angebracht ist oder nicht. Ich glaube eher nicht. Die ollen Dampfloks, die werden wir jetzt demnächst alle ausrangieren. Ah, Passagiere 4 macht sich langsam. Ja. Doch. Wird gut bei den beiden. Cool. Zug 19. Was macht Zug 19? Ach, das ist der mit den Brettern. Ich glaube 108 reicht, oder? 126? Das jetzt mal, aber ich glaube, das kriegt er doch nie eingefahren, das Geld. Das ist alles viel zu teuer für die paar Bretter. Fast voll. Guck mal, China Railways SS9G und nochmal eine Boeing 737, auch wieder für Passagiere und für 1,8 Millionen, neuer für Passagiere und für Fracht. Ruhig mal steigen. Kann ruhig mal mehr werden. Ach Gottchen. Wie viel schneller der einfach nur ist. Naja, wenn er viermal im Jahr hin und her fährt vielleicht, dann reicht das zumindest von Betriebskosten her, dass wir die drin haben. Naja, okay. Ach, guck mal. Passagiere 4 und 5, die sind hier beide relativ gleich auf. Wir machen okay, was gut. Wird langsam.
Ui, wieso haben wir gerade minus 4, minus 5 Millionen? Hä? Warum so viel? Also so viel minus, minus 10? Habe ich was verpasst? Da sind wir noch an dem Zug, den ich gekauft habe. Na ja, gut. Ja, Baumaterialien 1. Genau, da wollte ich ja eh nochmal hinschauen. Er nimmt nur 40 mit. Die Stadt ist wahrscheinlich auch komplett versorgt mit Baumaterialien. Nur, es könnte ein bisschen mehr sein. So, mehr nimmst du sowieso nicht mit. Brauche ich jetzt auch nicht so eine wahnsinnig teure Lok für zu kaufen. Mal kurz wissen, wie viel der jetzt bekommt. Ich glaube nämlich, das wird wirklich auch immer ein bisschen mehr, je teurer der Zug ist, desto mehr Geld bekommst du dann auch, wenn das Zeug da abgeliefert wird. Knapp eine Million, okay. Na gut, okay. 411, oh guck mal, das wächst langsam. 70% schon mit den Zielen. Geil. So, wir können ja, das ist es ja, ne? Wir können ja eigentlich, könnten wir schon so einen Shinkansen kaufen. Aber das ist ja noch der einfache. Da müsste es doch noch, gibt es glaube ich noch einen besseren. Da müsste es noch einen besseren geben. Guck mal, wir haben gleich das Jahr 2000 erreicht. Dann lass uns mal noch warten, bis wir den besseren haben. Vielleicht gibt es den ja gleich. Das wäre super. Genau, dann würde ich ja noch zwischen Hongkong und Jakarta noch mal eine Zuglinie bauen. Aber dann müssten wir auch hier wieder irgendwo eine Brücke in die Gegend setzen. So. Müssen wir eh gleich wegmachen. Das hätte ich mir jetzt sparen können. Okay, dann lass uns das mal machen. Dann nehme ich das Gleis. Und? Neue Züge? Skoda 10T, das dürfte eine Straßenbahn sein. Auch wieder neue Güterwaggons, neue Flugzeuge. Och, Propellermaschinen, was? Bombardier, also hört mal, sowas habe ich ja nicht vor. Ne, wir können ja dann auch mal überlegen, wo wir vielleicht noch den Flughafen hinbauen bei Singapur. Moment, ich bin nach Jakarta, da muss ich... Naja, da können wir hier ruhig das nochmal so anschließen. Hier ganz geschmeidig dran vorbeiführen. Halt.
wir hier das Gleis nehmen, genau. Ich weiß, das sieht wieder ein bisschen ungelenk aus für einen Moment, aber da bauen wir gleich eine Brücke hin. Die Steigung ist zu groß. Tunnel oder so. Kann auch hier mal einen Tunnel bauen für die. Für die Autos. Was ist das denn? Naja, nicht schön, aber geht so. Kriegen wir wieder geglättet. Ich hätte es hier eigentlich auch schon die ganze Zeit daneben herführen können, aber nö, passt. Nö, geht. Bin zufrieden. Gut. Hier bitte die Autobahn aufbauen. Nein. Ja. Na, entweder so oder halt. Niedrig. Müssen wir es so machen. Müssen wir mal einen Tunnel bauen. Eine Brücke meine ich. Gut. Könnt ihr wieder fahren. Ach, guck mal. Die Milliarde haben wir mittlerweile auch überschritten. Ja, das Geld wird nicht mehr weniger, das wird jetzt immer mehr. Und später, wenn wir dann noch Flugzeuge haben, das wird dann so utopisch irgendwann. Hier wird es natürlich mal kurz ein bisschen knapp, ne? Das ist. Das ist ja doof. Speichert gerade. Das möchte ich aber auch nicht, halt. Geht schon, ne? Da können wir noch ein paar Bäume oder so dazu bauen. Und dann fällt er schon gar nicht mehr auf. Gut, die vielleicht nicht.
So. Ich wollte hier eigentlich bloß... Ah, jetzt zeigt es mir da unten die Straßen an. Das ist ein bisschen ungeil. Nämlich an die nahen Bäume ran. Die da nichts verloren haben. Okay, gut, da geht's. So. Gut, dann hätten wir das, dann können die auch wieder weiterfahren. Und dann bauen wir noch eine neue Linie, und zwar Passagiere 6. Einmal von da nach da. Nimmt er das auch alles so, wie ich das gern hätte? Jupp, macht er. Ihm bleibt auch keine andere Wahl. Super. Wir müssen uns dann auch mal um die Loks kümmern, oder beziehungsweise hier um die Dinger, genau. Da wird es mir gerade angezeigt. Tram Singapur. Oh ja, da können wir auf jeden Fall mal. Da nehmen wir ruhig mal die besten. Och komm, ey. Echt jetzt? Ich habe es gerade ersetzt und schon gibt's was Neues? Das gibt's doch nicht. Jedes Mal, wenn ich gerade was ersetze, gibt's dann 5 Sekunden später was Neues. Straßenfahrzeug 20, das ist Treibstoff Singapur. Passt da rein. Wie viel haben denn in die kleinen reingepasst? Das sind die hier, ne? 21. Ja gut, einen habe ich jetzt weggehauen. Gut. Okay, dann... bräuchten wir eigentlich nur noch ein Depot für ein Zugdepot. Bitte was? Ach so, jetzt, ja, weil ich hier wieder rumbaue, da findet der Zug nicht mehr seinen Weg, weil ich hier das Dach erneuere. Der lädt auch wieder auf, wunderbar. Das ist auch noch so ein altes Gebäude. Aber das können wir ja lassen, das ist historisch. So, was haben wir hier? Straßenfahrzeug 25. Das ist Nahrung Singapur. Auch die ersetzen wir mal. Die ist doch auch schon hornalt, oder? 51 Jahre, die muss mit Sicherheit. Weil die ist auch sehr schlecht. Dram Jakarta können wir dann auch mal ersetzen. Ich weiß, ich wollte ab 2000 hier unten weniger schnell machen, aber ich warte noch drauf, dass wir einen besseren Shinkansen bekommen. Wobei, wir können ja schon mal kommen. Ich gehe mal auf die Hälfte. Können wir ruhig schon mal zurückgehen. Das ist vielleicht ein bisschen viel für Jakarta. Nehmen wir mal die. Sieht schon geil aus, ne? Aber vielleicht ein bisschen zu viel des Guten hier für die noch recht kleine Ortschaft. Na gut, auch fast 300, 294. Wie sieht es denn bei Shimkent mittlerweile aus? 277. Singapur 408, hat ein bisschen abgebaut sogar. Guck mal, das Passagiere 1 und 2. Okay, das läuft sehr gut. 3, 4 und 5 sind auch so mittendrin. Je nachdem, 4 ist gerade ganz unten, wenn da was ankommt. Zugdepot. Ja.
Das wollte ich nicht, das wollte ich. Okay. Das sind ja 2 Millionen im Jahr. Reicht das vielleicht? Wollen wir das mal probieren? Achso, da kannst du auch mehrere dranhängen. Na gut, wie bei den anderen ja auch alle. Dann zeig mal, was du kannst. Gleich mal um die ganzen Fahrzeuge kümmern, denen es halt nicht so gut geht. Null. Noch sieht's nicht so gut aus. Na doch, jetzt warten hier ein paar. Okay, so langsam wird's. Okay, dann, ja, müssten wir mal. Uiuiui, da geht's aber einigen sehr, sehr schlecht. Ach du Scheiße. LKW-Baumaterialien. Ich glaube, da kann ich 2 weghauen und die anderen gegen 2 von den ganz neuen ersetzen. Dann haut das wieder hin. Was haben wir noch? Zug 4, Holz 2 ist das. Okay. Den nicht erst ersetzt? Nee. Komm, ich hänge jetzt überall mal eine E-Lok dran. Bei denen ich denke, das lohnt sich. Ja gut, hier Getreide. Ach, die beiden Dinger. Geht schon noch im Großen und Ganzen, aber ich glaube, da würde mittlerweile auch eine reichen, wenn ich sage, okay, komm, eine weg. Dann machen wir eine, vielleicht nicht die, die gerade beladen ist, ja, dann eher die erste. Eine komplett weg und die andere komplett neu. Kostet einfach mal 3 Millionen im Jahr, ey. Kriegen die nie rein. Neues Modell gegen altes Modell. Erste Linie, die wir gebaut haben in der ersten Folge. Schon wieder eine Weile her, ne? Ich weiß jetzt nicht, wir sind auch schon wieder ein paar Stunden hier in dem Spiel. Ja, 84 geht sogar, also wenn er das... Wenn wir es jetzt bei einem Zug lassen, könnten wir den auch wieder wegbauen hier, dass wir nur noch ein Gleis haben, aber das nehme ich mal als Unterdenkmalschutz. Auch geil, wie die Waggons manchmal so ein bisschen so hin und her. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist. Zwei Millionen. Okay, gut, wenn du es zweimal im Jahr schaffst, hast du die Kohle drin. Da bin ich zufrieden mit. So, das ist doch bei euch nicht anders bei Getreide 2, oder? Da machen wir genau dasselbe. Da machen wir genau dasselbe. 15, Zug.
14 kommt weg. Zug 15 wird auch komplett neu gemacht. Dann ist allgemein die Emission ein bisschen weniger. Nützt uns zwar bei den Linien nichts, aber naja, für die angrenzenden Wälder vielleicht ein bisschen was getan oder so. Was weiß ich. Reicht das denn? Die 100? Ja, die reichen. Okay. Wird halt auch nicht mehr, ne? Die Ausgaben einfach mal explodiert sind. Aber halt die Einnahmen, man sieht das dann auch. Ist dann halt auch deutlich mehr. Okay, was haben wir noch? Ah, Holz 1, der lädt gerade auf. Wie viel lädst du noch auf? Fast voll. Okay. Ich glaube, mehr als 200 brauchen wir nicht machen, dadurch, dass der jetzt so schnell ist. Na gut, jetzt hätte ich noch mal mehr machen können, weil er eh gerade mehr geladen hatte, aber ja, da wird er noch überholt. Und er ist ja auch leer. Er muss sich erst dran gewöhnen. Mal schauen, wie viel der jetzt auflädt. Na, 166. Müsste aber trotzdem passen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.